Ein schlichtes Monument steht an der kanadischen Grenze in Amerika und ein zweites an der mexikanischen Grenze. Und dazwischen befindet sich der Pacific Crest Trail, ein 4265 Kilometer langer Weitwanderweg. Ein halbes Jahr lang sind wir Tag für Tag gewandert, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Wir sind durch die Sierra Nevada gewandert, haben den Winter erlebt, viele Flüsse durchquert und zweimal eine Staatsgrenze übertreten. Vulkanlandschaften haben uns ebenso fasziniert wie die Bergwelt in Washington. Und dann haben wir es doch tatsächlich geschafft. Wir sind zu Fuß von Mexiko nach Kanada gewandert. 4265 Kilometer. Wir sind in Campo! Juhu! Jetzt geht's los! Yeah! Juhu! Die ersten Tage auf dem PCT waren einfach der Wahnsinn. Denn wir haben die erste Meile geschafft. Das erste Mal ein Mittagessen genossen auf dem Trail. Das erste Mal Wasser gefiltert. Die erste gigantische Aussicht genossen. Das erste Mal im Zelt geschlafen. Unsere erste Klapperschlange gesehen. Das erste Mal per Anhalter in die Stadt gefahren. Und unsere ersten 100 Meilen haben wir auch geschafft. Und wenn wir zurückdenken, vom ersten Tag an haben wir den Trail einfach nur geliebt. Wegen der Natur, den tollen Trail Angels und dem Essen. Jetzt sind noch 20 Meter bis zum Paradise Valley Coffee. Der Burger, Burger, Burger. Denkst du auch immer an den Burger? Ah, yummy! Das ist voll der Motivator zum Schnelllaufen. Burger, Burger. Burger, Burger. Nach dem kalorienreichen Essen erwartet uns bereits die erste Herausforderung. Ein Schneesturm hat über Nacht gewütet und unsere Eisaxt und die Microspikes kommen zum Zug. Der Trail zwischen Paradise Valley Coffee und Idlewild ist anstrengend und anspruchsvoll, aber traumhaft von den Aussichten her. Und wenn es so schön ist, fliegt die Zeit beim Wandern. Yeah! Back on the trail! In Idlewild treffen wir wieder auf unsere Trail Family und sehen uns dann alle oben auf Mount San Jacinto. Und von den Bergen geht's nun in die Wüste. Ja, wir haben Wasser gefunden. Es gibt Wasser im Fluss. Juhu! Unsere Wasserreserven sind wieder aufgefüllt und schon bald kommen wir in den Genuss von Trail Magic an der Interstate 10 bei Gavison. Unser nächstes Ziel ist Big Bear Lake. Dort heißt es wieder auffuttern, ganz viel essen, auch Essen kaufen für die nächste Etappe und wir schicken unsere Microspikes und die Eisaxt weiter nach Kennedy Meadows, weil die brauchen wir die nächsten Wochen nicht. Die gibt's Time, mal was anderes. Voller Energie geht's nun weiter dem Deep Creek entlang und dort finden wir eine heiße Quelle. Und plötzlich dreht sich alles nur noch ums Essen. Juhu! Nur noch 0,4 Meilen. Oh, ich habe so Hunger. Nach der kurzen Wetterstörung scheint am nächsten Tag wieder die Sonne. Dafür kräftige Windböen. Marcel und Reni kämpfen sich durch die Wüste. Ich komme mir gerade vor wie Don Quixote. Wie die Windmühlen. Ganz schön anstrengend, aber lustig.
eigentlich ist es ja auch klar, wo Windräder stehen, hat's viel Wind. Schon bald erreichen wir Hikertown, wo wir duschen können und uns mental auf die nächste Etappe vorbereiten. Wir versuchen uns im Cowboy-Campen und haben keine Ahnung, was uns die Nacht danach erwartet. Unsere Rucksäcke sind gepackt, wir haben fast keine Kleider mehr im Rucksack, sondern alle an unserem Körper. Regenjacke, Regenhosen als äußere Schicht zum Schutz vor diesem Schneesturm, der draußen gerade noch wütet, oder vor allem Wind im Moment, Schnee ist nicht mehr groß. Aber ja, wir machen uns jetzt auf den Weg. Raus geht's. Boah, ich trau mich nicht. Du musst aber. Los. Ja! 1000 Kilometer geschafft. Zurück in der Wüste ist Wasser wieder rares Gut und wir sind super dankbar, dass hier Water Caches zu finden sind. Danke, Trail Angels. Ein weiterer Meilenstein ist erreicht. 700 Meilen. Kennedy Meadows ist in greifbarer Nähe. Unsere Hauptbeschäftigung in Kennedy Meadows ist Essen. Und davon gibt es im Grumpy Bear Retreat massenhaft davon. Und dann noch was Wichtiges. Wir haben neue Schuhe bestellt, die alten weg und die neuen an. Jetzt kann es wieder weitergehen auf die nächsten 700 Meilen. Und bei Kennedy Meadows startet nun die Sierra Nevada. Und dort erwarten uns tonnenweise Highlights. Eines davon ist der Mount Whitney. Der gehört nicht zum Pacific Crest Trail, aber es ist ein sehr lohnenswerter Abstecher. Da hinten ist der Forester Pass, da müssen wir jetzt oben durch. Der Forester Pass liegt auf 4009 Metern und ist der höchste Punkt entlang des Pacific Crest Trails. Juhu! Yay, geschafft! Auf dem Forester Pass! Juhu! Den PCT verlassen und gehen jetzt Richtung Lone Pine. Ah, Zero Day wartet auf uns und wir finden uns in einem Winter Wonderland. Es ist einfach unbeschreiblich traumhaft schön. Und genau das sind die Momente, wieso wir den PCT laufen. Es ist einfach, es ist zwar so hart und anstrengend, aber auch so unglaublich schön. Um nach Lone Pine zu kommen, müssen wir über den Cursage Pass. Der Aufstieg ist zwar sehr anstrengend, aber wir werden belohnt mit einer wunderbaren Weitsicht. Ja! Juhu! Wir haben es geschafft! Die Passhöhe reicht! Ja, sind wir wieder auf dem Cursage Pass. Auf 11.760 Fuß. Ja, hier über diesen Pass sind wir ja vor 3 Tagen gelaufen, vom Trail weg, vom PCT weg, für einen Versorgungsstopp in Independence in Lone Pine. Jetzt müssen wir das alles wieder zurück. Das heißt, wir mussten jetzt vom Tal wieder hoch, hier auf den Pass. Jetzt geht es aber wieder runter Richtung PCT und dann sind wir wieder da, wo wir gestoppt haben vor 3 Tagen. Und da, wo wir hingehören, genau. Noch für die nächsten paar Monate. Genau. Da, wo es wieder weitergeht dann.
morgens um 4:45. Der Pinscherplatz wartet auf uns. Den Pinscherpass haben wir gut überstanden. Der Schnee ist noch richtig schön griffig. Als nächstes erwartet uns die Herausforderung Marterpass. Und bei diesem vielen Schnee doch eine Herausforderung. Juhu, geschafft! Yay, wir sind oben! Auf dem Marterpass. Marterpass. Und jetzt gibt's Lunch. Essen. Energietanken für den Abstieg. Und da geht's nachher runter. Und jetzt dürfen wir hier in dieser gewaltigen Landschaft zelten. Mega cool. Die High Sierras, so anspruchsvoll wie sie sind, sind für uns das absolute Highlight auf dem PCT. Es ist Sommer und die Schneeschmelze ist im vollen Gang, alles massenhaft Wasser. Die Schutzhütte. In den High Sierras haben wir absolutes Wetterglück. Klar, es ist kalt und es liegt viel Schnee, aber der blaue Himmel, schöner könnte es nicht sein. Bereits wieder ein neuer Morgen und wir sind unterwegs nach Mammoth Lakes. Wenn wir keinen Pass überqueren, dann warten wir durch einen Fluss und davon hat es in den High Sierras massenhaft. Ganz besonders im Yosemite National Park und teilweise sind die doch ganz schön deftig. Jetzt sind wir drüber. Der Falls Creek, den ihr im Hintergrund sehen könnt, ist eine der Schlüsselstellen. Ist zwar nicht ein extrem wilder Fluss, ist gemächlich vor sich hin, aber ist eben relativ tief. Also über die Knie, gegen die Hüfte irgendwo tief, relativ breit. Das heißt, keine Möglichkeit, irgendwie trockenen Fußes rüber zu kommen. Das heißt, wir mussten durchwarten, haben es geschafft. Nervig ist ein bisschen, dass auch eine Million Moskitos hier wohnen und die ja, uns die ganze Zeit noch zerstechen, während wir die Hosen ausgezogen haben und wieder angezogen haben. Ja, aber ja, das gehört auch dazu anscheinend. Hauptsache, wir sind drüber. Das war der letzte Fluss für heute. Hoffen wir mal. Ja, wir wandern jetzt los. Wir haben das Zelt zusammengepackt. Alles ist nass, schmutzig. Aber ja, trotzdem. Jetzt geht's los. Morgens um 9 und der hier, der Bach, steht uns im Weg oder ist uns im Weg gestanden. Wir haben es rüber geschafft, ziemlich wilde Sache.
ehrlich gesagt, wie wir rübergekommen sind, da hatten wir nicht die Geduld, die Nerven und die Kapazität, das auch noch zu filmen. Aber es ist schon ziemlich heftig, wenn man über solche Bäche rüber muss. Hier auf 3180 Meter Höhe. Der Wind bläst uns von der Seite an. Wir kommen kaum voran. Es ist eisig kalt. Aber ja, die Aussicht ist gewaltig. Wir sind da! Bei Kennedy Meadows North. Hier verbringen wir jetzt den Zero Day. Wir sind ein bisschen geschafft. Total am Ende. Gerädert. Also das war jetzt der Abschnitt I, die zweite Etappe durch die High Sierras. Es war ehrlich gesagt noch härter als die erste. Die ersten waren ja vor allem diese hohen Pässe, viel Schnee. Schneebedingungen über die Pässe war schwierig. Und bei dieser Etappe war jetzt definitiv das Wasser im Vordergrund. Also es waren relativ milde Temperaturen und das Wasser oder der Schnee schmelzt jetzt. Und jetzt ist viel Wasser unterwegs. Die Flüsse waren voll, Bäche waren voll, Sturzbäche, die wir überqueren mussten. Auf dem Weg war viel Wasser, ständig nasse Füße eigentlich. Das war so der Knackpunkt an dieser Etappe. Es ist 5:45 Uhr. Erste Nacht alleine im Zelt in der Wildnis der Sierra Nevada. War ein bisschen komisch. Naja, Reni fehlt halt schon. Habe auch nicht ganz so gut geschlafen. Es ist jetzt 5:45 Uhr und ich bin bereits unterwegs. Ja, mal schauen, wie viel Meilen, was ich heute schaffe. Erstes Mittagessen auf dem PCT alleine. Ist schon sehr, sehr komisch, wenn man 1000 Kilometer gemeinsam wandert oder 1000 Meilen gemeinsam wandert, immer gemeinsam Mittag isst und plötzlich, ja, ist man alleine. Die Aussicht hier auf den Upper Blue Lake ist unglaublich spektakulär. Ich bin hier im Spital in South Lake Tahoe. Der Grund ist, ich habe verunreinigtes Wasser getrunken und mich mit Chardia infiziert. Chardia lässt sich zum Glück gut mit Antibiotika behandeln und ich bin bald wieder fit. So kann ich mir noch den Lake Tahoe ansehen und ein bisschen durch die Stadt spazieren. Da, 9 Uhr. Wir sind wieder unterwegs. Und ihr seht's, wir lachen beide. Uns geht's wieder gut. Wir sind wieder happy. Aufgetankt. Wir waren sogar im Kino Top Gun gucken. Wir haben es uns echt gut gehen lassen. Aber ja, jetzt ist Zeit zu verschwinden. Unsere Kreditkarte, die wird sonst überstrapaziert. So, und weiter geht's auf dem PCT. Auf dem regnerischen PCT. Also der PCT kann auch Regen, nicht nur Sonne. Genau, wir hatten jetzt super, super lange, super schönes Wetter von dem her. Ja. Ja, wir sitzen wieder im Zelt. Das Wetter hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Sonntagmorgen ist definitiv total ins Wasser gefallen. Es ist viel mehr Regen runtergekommen, als vorausgesagt wurde. Jetzt warten wir halt ab, bis die Sonne wieder kommt und wir alles, was halt nass ist, trocknen können. Unsere Auslegeordnung nach der regnerischen Nacht. Marcel hat auch unsere Wäscheleine aufgehängt. Und da haben wir jetzt alles, was nass war, zum Trocknen aufgehängt. Und ja, dafür reicht die Mittagspause. Und jetzt geht es dann gleich wieder los auf dem Trail.
geschafft. Wir sind in Quincy, 8:50 und schon ein riesen Frühstück auf dem Teller. Wir sitzen hier vor dem Toy Store. Und da gibt's Ice Cream umsonst. So genial. Jeder PCT-Hiker, der hier durchkommt, kriegt eine Ice Cream. Jetzt ist höchste Zeit wieder für neue Schuhe. Ja, wir sitzen schon im Auto. Nur wenige Sekunden an die Straße gestanden, Rucksack ausgezogen, Finger rausgestreckt und schon stoppt das erste Auto. Zurück auf dem Trail nach einer Standpauke. Ja, wir haben ja Autostopp gemacht in Quincy und Daumen raus. 3 Sekunden später hält ein Pickup an, sagt, hüpft hinten rein, wir hinten rein, Gepäck auch, fahren los. Und dann kommt uns die Polizei entgegen. Und ein paar Sekunden später ist sie hinter uns her. Denn in Amerika, respektive vor allem in Kalifornien, ist es verboten, in einem Pickup hinten drin zu sitzen, um mitzufahren. Ja, mit einem blauen Auge davon gekommen. Und nachher war lustig, der Polizist war ziemlich gesprächig. Haben wir noch eine Viertelstunde gequatscht. Er hat uns noch Tipps gegeben, wo wir campen können. Und findet eigentlich PCT-Hiker sehr cool. Genau, wir sind jetzt wieder Freunde. Zurück auf dem Trail finden wir uns leider in einem abgebrannten Waldgebiet. Hier hat das Dixie Fire letztes Jahr ein riesiges Gebiet zerstört. Echt traurig, dieses Desaster zu sehen. Also, so nervig, wie wir diesen erneuten Wintereinbruch am Anfang gefunden haben, es ist wunderschön. Ich glaube, es ist das Beste, was uns passieren konnte, denn er hat über Nacht diesen sehr tristen, abgebrannten Wald in eine richtige Märchenlandschaft verwandelt. Es ist wunderschön, heute auch durch diesen abgebrannten Wald zu wandern. Das Wetter spielt verrückt, es hagelt und schneit, aber wir hatten sowas von Glück und konnten das Zelt noch im Trockenen aufstellen. Geschafft! Wir haben es geschafft. Und zur Feier des Tages, dann stoßen wir an mit dem Rotwein. Yeah. Der ist aber schon leer, weil... Den haben wir gestern schon getrunken. Wir sind 1,4 Meilen vor dem Marker ins Zelt geflüchtet wegen Sturm. Dann hat es gedonnert und geblitzt und wir dachten, ach komm, wir trinken uns ein bisschen Mut an. Und wir sind ja eigentlich haben wir es geschafft in die Hälfte auf die 1,4 Meilen. Ah. Und am Abend Wein trinken ist einfach besser als morgens um 6. Also wir haben jetzt 1325 Meilen geschafft. Das steht da drauf und da steht, dass es 1325 nach Mexiko geht, da sind wir hergekommen. Und jetzt 1325 Meilen hoch nach Kanada. Genau. Also nochmals gleich viele Meilen unter die Füße nehmen. Aber immerhin, die Hälfte haben wir geschafft. Wir sind ziemlich stolz drauf. Ah ja, und jetzt auf die nächste Hälfte. Und zur Feier gibt es jetzt noch einen Snickers, da wir den Wein schon getrunken haben. Inzwischen ist es Ende Juni und das Wetter ist wunderbar. Es ist schön warm, angenehm zum Laufen, einfach nur perfekt. Prost!
Cheers! Wir wandern durch die Trinity Alps und haben das Ziel Payne's Lake. Doch ob wir das schaffen? Ein Gewitter ist im Anzug. Wir haben Glück und schaffen es vor dem Regen. Marcel hat ganz viele neue Freunde. Also in Sayat Valley sind wir schon mal. Hunger. Hunger. Dringend. Und Kaffee. Noch dringender. Lecker Schmecker, ein Oreo-Milchshake und ein deftiges Frühstück. Mit neu gewonnener Energie geht's weiter. Zeit schlafen zu gehen und vielleicht ist das sogar die letzte Nacht in Kalifornien. Na dann, gute Nacht. Genau, nur noch 20 Meilen, rund 20 Meilen bis nach Kalifornien. Das heißt, wäre gerade so eine Tagesetappe. Mal schauen, ob wir morgen noch in Kalifornien oder schon in Oregon schlafen. Gute Nacht. Yay! Geschafft! 1694 Meilen sind wir gelatscht durch ganz Kalifornien. Ist ja der Wahnsinn. Was hat Marcel? Er ruft Juhu! Trail Magic! Wow! Wow! Look at this! Black Cherry Cream Soda. Root Beer! Cool! Genial! Prost! Prost! Yeah. Die Getränke sind sogar noch kühl. Mega! Und wir haben Schatten hier, können drauf sitzen auf die Box hier. Ah, perfekt! Danke, Trail Angels! Danke! Und fertig ist der Teriyaki-Reis. Yummy. Wir sind unterwegs zur Callahan Lodge, wo wir dann eine Mitfahrgelegenheit suchen oder vielleicht ein Uber buchen für nach Ashland. Aber wir müssen uns zuerst den Weg wieder erkämpfen. Haha. Wir sind in Ashland. Gefrühstückt haben wir schon mal. Gestärkt. Hat gut getan. Wieder mal was richtig Feines, Leckeres zu essen. Und wie hat es gut getan? Oh. Um feinen Cappuccino und ich einen Latte getrunken. Jetzt ist die Welt wieder in Ordnung. So, Pakete sind gepackt. Versorgungspakete für Washington. 2 Stück mal. Und René bringt sie jetzt in die Post. Ups, es ist soweit. Die Blutsauger sind da. Puh, wenn das stimmt, was wir gelesen haben, blüht uns das mindestens die nächsten 10 Tage. Guten Morgen. Guten Morgen. Unsere Motivation aufzustehen, oder besser gesagt aus dem Zelt zu steigen, ist gerade auf dem absoluten Tiefpunkt. Da warten unsere guten Freunde draußen auf uns. Hilfe! Ihr seht, ich habe die Regenjacke an, Marcel auch seinen Parfüm. Und es ist draußen schon warm, aber es geht nicht anders, weil sonst die Blutsauger, die sind furchtbar. Da sind sie. Und das Oh mein Gott. Da müssen wir raus. Der Wald liegt hinter uns für den Moment. Und jetzt finden wir uns in der Steinwüste wieder. Snackpause unter schwierigen Umständen.
Moskitohölle geht weiter, auch heute. Dafür kommen wir super gut voran. Wir haben schon 8 Meilen um 8 Uhr. Home sweet home. Ja. Wäsche gewaschen, Kleider sind wieder sauber. Schöner Platz hier. Und jetzt gehen wir essen. Wir sind hier auf dem Rim Trail und zum PCT geht es nur noch 7,7 Meilen auf dem Rim entlang. Aber diese Alternativroute, die kann man nicht auslassen. Die ist einfach wunderschön. Wir sind wieder im Schnee. Ja, wir sind wieder im Schnee. Wieso auch immer. Es ist gefühlt 30 Grad. Aber es hat noch ein recht großes Schneefeld. Vor allem vor uns noch ein bisschen schräg. Der Crater Lake ist an seiner tiefsten Stelle 594 Meter und somit der tiefste See der USA. Ja, und jetzt geht's wieder zurück zu den Moskitos. Wir machen noch einen Abstecher zum Elk Lake, moskitofreie Zone, yay! Sonntagmorgen, 24. Juli auf dem PCT, Trail Magic! Cheers! Genial! Yeah! Trail Magic! Juhu! Ja. 2000 Meilen! Ja! Eieiei! Mit unseren neuen Trailrunners laufen wir im Schnellzugstempo hoch zur Timberline Lodge. Man wird es nicht glauben, aber hier wird noch Ski gefahren. Und auf uns wartet ein riesiges Mittagsbuffet. Wir sind hier an der Timberline Lodge und da ist wieder mal eine von diesen coolen Tafeln. Hier kommen wir her, Mexiko, 2100 Meilen schon geschafft. Unglaublich, unglaublich. Und Kanada immer noch 550 Meilen, aber wir kommen näher. Es wird immer weniger. Yay! Und oberhalb der Baumgrenze finden wir einen genialen Platz zum Zelten mit Aussicht auf Mount Hood. Eines der ganz großen Highlights ist für uns die Wanderung am Eagle Creek entlang zu den Tunnel Falls. Absolut spektakulär. Da geht's einfach nur runter. Wir sind da. Geschafft, an der Bridge of the Gods. Wow. Wow. Zwei Staaten auf dem PCT durchquert. Kalifornien, was ewig lang ging. Und jetzt Oregon, was plötzlich richtig schnell ging. Und jetzt, auf der anderen Seite der Brücke, ist Washington, der letzte Staat. Wir sind in Cascade Locks, Oregon. Wir sind 2155 Meilen von Mexiko bis hierher gelaufen. Das ist diese Strecke, das Grüne. Und es sind noch 495 Meilen bis Kanada. Weniger als 500. Yeah. Der letzte Start, die letzten 550 circa Meilen. Oh wow, wie fantastisch ist das denn?
Trail Magic in the Bush. With Bush. Cheers. Landschaftlich ist die Goat Rocks Wilderness auch unglaublich spektakulär. Ich würde sagen, von Washington eine unserer liebsten Strecken. So auf dem Grat wandern, einfach genial. Einfach nur traumhaft schön. Jetzt sind wir wieder happy snappy und freuen uns auf die letzten 3 Wochen in Washington. Und dann ist der PCT schon vorbei. Aber jetzt gibt es noch 3 Wochen Full Power, viel Berge und spannende Dinge zu sehen. Also Aussicht genießen, bevor es dann wieder ins Tal runter geht. Och Mensch, die Moskitos sind zurück, auch hier in Washington. Marcel flüchtet deshalb in den See. Nach einer Nacht im Washington Alpine Club geht es nun zurück auf den Trail. Für die Anstrengungen werden wir einmal mehr belohnt mit fantastischer Aussicht. Yeah, mein Star. Danke, mein lieber Schatz. Ja, die Zeit ist schon wieder vorbei. Das war der allerletzte Zero Day in Sky Komisch. Komisches Gefühl. Vom PCT. Und jetzt geht's ja weiter, noch etwa 2 Wochen knapp. Und dann hoffentlich erreichen wir dann die kanadische Grenze und haben den PCT von Mexiko bis nach Kanada gelaufen. Na, verrückt. Wow. Fühlt sich echt komisch an. Schräg im Moment. 2500 Meilen geschafft. Hey, wir kommen der Sache langsam näher. Jetzt sind es nur noch 150 Meilen. Wow. Noch eine gute Stelle finden. Ziemlich reißend. Blöd, so Zeugs. Nasse Hosen, trockener Marcel. Fast da. Fast geschafft. Yay. Juhu. Ja, wir haben es geschafft. Amerika? Kanada! Yay! So, und jetzt wird gefeiert. Ja! Cheers! Cheers, ein wir Bier. Haben den PCT geschafft. Zur Feier gibt es jetzt ein Bier. Ein Elysian Space Dust. Der Name des Biers ist eigentlich auch so ein bisschen, passt ja eigentlich zu diesem absolut abgespaceden Trip, den wir auf dem PCT hatten. Zurück am Harzpass.
Ja, von hier sind wir zur kanadischen Grenze gelaufen, mussten dann halt wieder zurück, diese 30 Meilen. Und die haben wir jetzt auch geschafft. Genau. Und jetzt ist ja irgendwie das Abenteuer PCT endgültig zu Ende.